Hallihallo Leute und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme League of Legends 2 vs. 2 Turnier und im Hintergrund hört ihr schon Max schmatzen. Letztes Game haben wir leider verloren, das Game davor gewonnen. Jetzt sind wir im Loser Streak. Ich zeige euch den mal, um auf dem aktuellen Stand zu sein, wie weit es gerade ist. Hier oben sind wir leider rausgeflogen gegen die Vortex 2. Ja, kann man nichts gegen machen, aber jetzt im Loser Streak. Aber der Loser Tree ist nicht schlecht. Die Gegner sind Platinum 5 und Platin 1. Es ist einfach nur, dass es Loser heißt, ist eigentlich, ja. Wie eine Rückrunde eigentlich nur. Ja, genau. Weil die, zum Beispiel, wenn jetzt Silber oder Gold gegen Challenger am Anfang spielen und direkt rausfliegen, das ist doch unfair irgendwo. Und deswegen gibt es diesen anderen Baum, wo dann halt auch die nicht so krassen Leute spielen können. Obwohl, die sind wahrscheinlich auch ziemlich krass, weil die sind auch richtig am Abräumen, wie Flames gerade gesagt hat. Also, da müssen wir richtig aufpassen. Zed haben sie gebannt, okay. Und Morgana. Aber wir haben doch mit denen verloren. Was ist da los? Miau, Fabi the Cat. Ich spiele höchstwahrscheinlich wieder Leona. I'm on the case. Aber das ist ja relativ strong. Ich hoffe, dass sie auch wieder nur AD-Schaden haben, aber das glaube ich nicht, weil die beiden spielen sehr stark auf Sustain und Poke. Darum haben wir auch Lulu, Soraka und Jace gebannt. Weil wir haben ja ein bisschen gescoutet. Ja, da sehen wir es. K6 kann keine CC ab. Soll ich einfach Leona nehmen? Ja, wenn ja, er ja dich anspringt, dann zack. Aber wenn die Kammer abgespielt wird, ist es schmerzhaft. So, nimm du Barrier mit, oder? Ich mache einfach mal richtig Full Tank Leona hier. Ich bin gerade noch am Überlegen, was ich reinnehme. Gold per Second nehme ich auch einfach mal rein. So. Das ist das dritte Spiel in diesem Turnier. Wir sind noch nicht komplett raus. Wir können das noch gewinnen. Und dann wünscht uns Glück. Wir sehen uns gleich wieder im Ladebildschirm. Welcome back, meine Freunde. Der Ladebildschirm ist fast over. Ja, das ist er auch. Habe ich gut getimed. Obwohl Selbstlob stinkt. Was kaufe ich mir? Soll ich das machen? Soll ich Sheen holen? Nee, ne? Nein. Ich kaufe einfach mal diese Gretz Lantern, Alter. Die kauft sich irgendwie jeder. Die Gretz Lantern? Mhm. Gretz Spectre Lantern, ja. Okay, mach das. Weil ich habe mal gerade so nachgeguckt. Die kauft irgendwie jeder. Stimmt. Das hat auch die Fiora von und die Vi hat's auch gebaut, ne? Bin ich der Meinung. Kann sein, dass ich mich bei Vi jetzt irre, aber ich bin mir sicher, dass Fiora es gebaut hat. Talon hat's nicht gebaut, er hat ja Instant Last Whisper und so. Ja, ein bisschen Trollen hier. Ballert die so eine Q-Chip so instant? Das würde lustig aussehen, aber ich denke nicht. Ich bin jetzt auch richtig tanky, guck mal meine Resistenzen, das ist nicht normal. Wir pushen wieder richtig hart, ne? Ich mach meine E rein und du deine Q. Aber Karma ist auch ein starker Pusher. Was macht er da? Ist er irgendwie dumm? Was war das denn? Lol. Wieso springt er dich in Minions an? Vielleicht hat er Spaß dran. Aber war wohl ein Fail von ihm. Aber eigentlich ist der Typ ja, muss er gut sein, weil er ist. Ist der jetzt Platin 1 oder ist die Karma Platin 1? Keine Ahnung. Guck mich nicht.
Wenn wir das jetzt verlieren, sind wir raus, ne? Ja. Das wäre schade. 2 zu 1 wäre schade, aber könnten wir nichts dran ändern, weil wir haben ja starke Gegner. Greif sie dran. Was hast du? Was bist du so ängstlich? Oh. Das war schlecht, ey. So wie ich vorhin mit Zed. Die Aufregung. Sniped. Geil. Das war lustig. 260 No-Scope, bitch. Können wir sie diven? Nee, ne? Nein, ey, ich bin noch nicht lebensmüde. Der Exhaust und Flash, nee. Können wir nicht. Okay, bei Max ist wahrscheinlich wieder seine Mutter drin. Das hat man eben kurz auch in der Aufnahme gehört. Hat man gar nicht. Hat man doch. Nein. Soll ich raus? Schon geliefert. So richtig frustriert. Dem ja Quickscope wurde. Bam. Ich hab hier gezündet. das war gut, das war gut, ja. Das war gut für uns. Nicht perfekt ausgeführt von meiner Seite her, weil ich bin ja wieder wie immer. Das kennt man ja gar nicht anders von der Socke, so dumm reingesprungen. Aber das macht halt meinen Charakter aus. Und ich unterbreche ganz kurz bei, ich guck mal, was mit der Musik los ist. Bis gleich. Sorry, Leute, ich kann keine Musik mehr machen, weil Bugtube, ich müsste den Client neu, also den kleinen Internet neu starten. Doch, das würde mir jetzt zu lange dauern hier. Schade, ich glaube, ich muss die Lieder mal... Darf ich das überhaupt machen? Sie hier runterladen? Mach doch. Weil dann habe ich sie auf dem Rechner und dann hängen sie nicht immer. Ich glaube, das mache ich mal. Wenn K6 sich anspringt, ist es easy. Dann killen wir ihn einfach. Er macht mir kein Damage. Nimm dir das Zielteil. Credit. Sounds. Schreib nichts. So, ich habe jetzt hier im Spiel Musik angemacht, weil sonst hört sich das ein bisschen leer an. Die Musik hier ist auch sexy, also von daher. Wieso werden wir eigentlich gepusht? Normalerweise müssten wir doch pushen. Ich hab Ulti. Mann, ey. Pokt uns down. Ich hab noch 2000, also 3000 Gold. Aber wenn ich jetzt backgehen würde. Meine Fresse. Die ist gut, ey. Ich hab das. Die war auch der Gold 1 Typ. Ey, Platin 1. Kam auch häufig so ein Champion, den unterschätzt man. Dabei ist er eigentlich richtig stark. Ich hab High Ping, ich kann nicht reagieren. Hört man das auch im TS? Mhm. Ich geh einfach mal auf sie, okay? Okay. Ich hab gleich Exhaust, die können wir killen. Was ist das? Ich hab Ulti. Wenn er auf dich springt, dann killen wir ihn, okay? Warte, ich... Bleib einfach hier. Ich hab Exhaust. Kann dich nicht killen. So schnell. Ich hab Finger auf Exhaust. Ich hab jetzt wieder hier. Er ist nicht dumm. Ist nicht dumm.
not fall. Du ein Heal, ich ein Heal. Jo. Obwohl, du hast voll Mana. Keine Ahnung, aber ich muss da halt reingehen, ne? Ich habe auch Heal ab, genauso wie du. Aber lass mich als... Also, ich sag immer, wenn ich... Also ich fange immer erst an zu healen, weil sonst ist das ja Waste. Ja. Alter. Aua. Ich hab 4k Gold. Ich werde mir auf jeden Fall Magic Resist zulegen. Ich hole mir hier. Hm. Oh, das war doch ganz okay. Ja. Alter. Kha'Zix macht gar nichts, ne? Es ist alles Karma. Wir sind jetzt hier vielleicht ein bisschen ruhig, aber das liegt daran, dass wir uns konzentrieren müssen. Richtig. Was? The sun always rises. I will break their line. Bin tot. Alter Mann, ey. Fuck! Wieso hatte der plötzlich wieder so viel Leben? Keine Ahnung. Das war nicht gut. Aber guck mal meine Items jetzt. Siehst du das? Das macht ja auch Damage. Es macht. Warte. Ja. Nice. Zwar jetzt nicht so cool, aber da haben die uns auch ein bisschen outplayt. Ich weiß nicht, warum Kha'Zix plötzlich wieder so viel Leben hatte. Vielleicht wegen Heal? Ja, die haben sich geheilt. Ich habe jetzt Orakel. Und die sind ziemlich low. Du brauchst Orakel gar nicht kaufen. Ich habe ja dieses Aufdeck-Ding. Ja, habe ich jetzt. Ist okay. I must not fall. Bulti. Die haben nichts mehr, ne? Tower. Greif einfach an. Hä? Was? Boah. Greif einfach den Tower an. Ja, ich will aber nicht so da reingehen. Nächste Wave können wir Tower nehmen. Ich glaube, wenn Karma DFG hat, ist es vorbei. Also jetzt nicht mit Game Over, sondern Kauf dich kein DFG. Meinst nicht? Kauf dich ein Kelch, siehst du doch. Hm. Oh. Zwei, eins. Oh, was? Schon wieder? Meine Fresse! Du hast aber auch scheiße gefightet, du hast nichts gemacht.
Ja, was soll ich denn da machen? Ich konnte auch nichts machen. Oh. Lass einfach. Alles gut. Zwei Tore. Ja, ich konnte. Sorry, den letzten Part, da konnte ich nichts machen. Das muss sich ändern. Wenn du nichts machen kannst, kämpfe ich alleine und das kann ich nicht. Schnell, ist egal. Mach einfach den Inhibitor. Ist egal. Wenn, dann sterbe ich in Ehre. Ein Inhibitor ist so viel wert. Ich hab Banshees. Nee, ist tot. Hast du gesehen, das ist schon wieder so knapp, ne? Ah, die haben hier gezündet, das war, glaube ich, geplant. Nee, aber als er hier war, da hat er so richtig, ich sag jetzt nicht weggelockt, sondern das war richtig knapp. Kann sein. Aber wir haben Inhibitor, es ist worth. Wir haben mehr. Und die können nicht pushen, weil wir Superman jetzt haben. Ich hab jetzt auch Infinite Man zu bekommen. Ich glaube, ich kaufe jetzt auch ein Banshees oder so. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ich hab Flash. Ich hab Heal. Du auch? Ja, ne? Wann? 3 Minuten. Okay, den heal ich einfach. Sollten wir vielleicht Karma fokussen? Ja, ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee. Aber wenn Kha'Zix auf dich springt, können wir nicht ignorieren. Alter, was ist denn das für ein kranken Damage, ey? Aber ich kann mich schön hochhealen. Ich hab 30% Lifesteal. Pushen die wieder einfach so ein. Einfach hier an den Tower. Das so seitlich will ich gar nicht fighten, ne? Muss was machen. Ich hab Ulti und ich hab Flash. Oh, ist das krass, ey. Ist das krass. Nimm den hier. Ich hab sie. Ich hab noch Heal, ne? Also alles gut. Okay, nice. Nice, 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 nice. Komm, wir posten Tower. Der Sneaky. GG, Mann! Nach Solo-Queue Dear Flames haben wir das einer der heftigsten Teams eliminiert. Diese Kombo ist so stark und die ist nur durch Zufall entstanden in der ersten Folge, weil ich Bock auf Leo hatte. Nice! Richtig schön. Kombos der Flames. Ah, geil. Es war ein sehr schönes Spiel. Bisschen ruhig, weil wir uns konzentrieren mussten. Das sind harte Gegner gewesen. Die waren Platin, der eine war Platin 1 kurz vor dir. Mann, das ist nicht einfach so. Ansonsten ein schönes Spiel und wir sehen uns gleich in den Statistiken. So, ich habe es wieder geschafft, die Desktop-Aufnahme zu starten. Und hier seht ihr die... Dead.
Ich gehe einfach mal vom Team aus. Die Solo-Spieler sind, glaube ich, egal. Die Gegner haben sogar mehr Damage gedealt. Aber ich denke mal, es liegt an Karma, weil sie die ganze Zeit gepokt haben und ich mich wieder hochgehealt habe. Gold hatten wir mehr, aber ich denke mal, das liegt auch an den Turrets. Damage taken, ja. Ich gucke trotzdem nochmal auf die Player-Slots, wen das interessiert. Der kann sich das ruhig angucken. Caitlyn, meisten Damage, so wie es sich gehört. Nice. Ansonsten, Caitlyn hatte ein bisschen mehr, also der gute Max und die wir anderen drei Bobs waren ausgeglichen. So, hier nochmal der aktuelle Stammbaum. Da oben sind wir nicht mehr. Leider, da sind wir ausgeschieden. Aber hier sind wir jetzt, haben gewonnen, sind im nächsten Gegnerteam. Entweder müssen wir gegen Saarlands Finest oder Inbalance spielen. Kommt drauf an, wer gewinnt. Wenn wir das gewinnen, sind wir im Finale. Und spielen gegen How to Ban Kassadin. Die Typen sind Challenger. Sind wir noch nicht. Doch? Das waren die nicht. Die sind. Der war Diamant oder so. Aber nein, danach sind wir im Halbfinale. Danach im Finale. Okay. Und danach müssen wir nochmal gegen den Verlierer aus Y spielen. Und dann müssen wir. Ja. Es wird noch ein langer Abend, ey. Aber meine Festplatte freut sich. Und meine Internetleitung. So, soviel dazu. Das war's für heute. War an sich ein schönes Spiel. Sehr konzentriert. Aber trotzdem hoffe ich, hat es leichte Spannung hervorgehoben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein.